Ja, so weit, so gut. Folge dem Glühwürmchen. Ja, ist ganz schön neblig hier. Auf der Nebelinsel. Gut, von der Insel sehe ich hier gerade nicht so viel. Eher nur Riffe und versunkene Schiffe. Ist ja ein richtiger Schiffsfriedhof. Wir hoffen, dass uns hier nicht dasselbe Schicksal ereilt. Und da kommen Gegner. Ja, bestimmt derbe Ertrunkene oder so. Bei den ganzen Schiffen, die hier wahrscheinlich untergegangen sind, gibt es hier einige Wasserleichen. Aha. Aha. So derbe weiterentwickelte Harpien. Mir juckt die Nase. Entschuldigung. Wow. Oh, da vorne leuchtet es rot. Ich glaube, jetzt müssen wir hier aufs Festland. Oh Gott, nein! Welche gerade noch Kröten? Kröten töten? Folge dem Glühwürmchen. Nein, die ist doch eine Schatz. Alles mitnehmen hier. Also irgendwie. Wow! Ein blödes Monster! Kangalore! Aber nicht besonders stark. Ah, ein Nebeling. Ich wundere mich nicht, auf der Nebelinsel einen Nebeling zu treffen. Na komm her, Nebeling. Oh, da kommt er mal an hier. So. Also hier zu leben ist wahrscheinlich auch nicht gerade die größte Freude auf Erden. Aber irgendwo hier muss hier auch letztlich Ciri sein. Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Verschlossen. Ist da jemand? Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Wie viele seid ihr denn da drin? Warum willst du das wissen? Machst du eine Volkszählung? Ein Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du, da draußen vor der Tür. Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Auf diese Insel gelangt man nicht auf gewöhnliche Art. Herrje, ist ein Schiffbruch etwa gewöhnlich? Lass gut sein. Du weißt, was er meint.
Lass es mich erklären. Vor kurzem waren wir auf dem Weg von Skellige nach Novigrad. Und Ferenc kam mit dem Kapitän ins Gespräch, der ihm ein magisches Glühwürmchen verkaufte, das angeblich den Weg zu einem Schatz kannte. Ihr müsst euch vor mir nicht fürchten. Sprach der Fuchs zur Gänseschar. Ich habe schon zu viele Kameraden verloren. Das kann ich nicht riskieren. Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? 3. Ivo, Gaspard und Ferenc. Dieser Ivo, wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist da. Geschickt. Er dachte, er könnte separieren, seetauglich machen. Also gut. Mal sehen, ob ich alle 3 finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Na gut, dann suchen wir mal nach den 3 Kameraden dieser seltsamen Typen. Nach Ivo, Gaspard und Ferenc. Naja, mal gucken. Irgendwo werden die ja hier rumlungern. Außerdem eine gute Möglichkeit, ein bisschen die Nebelinsel zu erkunden. Ich meine nicht, dass ich da besonders scharf drauf bin, weil, sind wir mal ehrlich, das ist jetzt ja hier nicht gerade der Place to be, aber was soll's. Ein kleines Abenteuer nebenbei, das kann natürlich nicht schaden. Außerdem ist es hier so romantisch. Guck mal hier, eine Höhle. Naja, erstmal, oh ja, da, ja, da, ja, Tier. Hast du mal beste Gesellschaft gesucht. Ein Mensch. Wie schön, dich zu treffen. Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Du Glückspilz, du. Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Tot. Verdammt. Na super. Jetzt haben wir ihn vor den Wasserweibern hier gerettet und dann stirbt dieser Kerl trotzdem. Naja, gut, das Glück war ihm nicht hold. Vielleicht ist es ja der nächste. Beim Leuchtturm, da ist ja wohl das flimmernde Ding da hinten. Also ich hoffe, die krepieren jetzt hier nicht alle, sonst kriege ich hier echt ganz schöne Probleme. Oha, was für ein schöner Ort für einen Leuchtturm. Dann klettern wir mal nach oben und schauen uns dort um. Fiedelbumm, so. Wasserflasche ist nutzlos. Ach, kommt jetzt hier. Oh, da oben, der feixt sich ein. Hey, wach auf. Lass das. Zurück ins Bett, Leckermaul. Wach auf. Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Du und deine Freunde, wer seid ihr eigentlich? Rabenick und Partner. Begutachtung von Grundbesitz, Versicherungen, Organisation von Großveranstaltungen. Gaspard Sutter. Meine Freunde nennen mich Schlafmütze. Hab sogar den Sturm verschlafen. Eine Schande, dass so viele gestorben sind. Ah,
Hast du hier zufällig eine Frau mit aschblondem Haar gesehen? Hier? Nein, keine Sterbensseele. Aber ich verpasse auch viel, weil ich ständig schlafe. Ich sehe mich auf der Insel um. Ich komme später wieder zurück und bringe dich zu deinen Freunden. Außer du willst jetzt schon mitkommen. Ich werde nur eine Last. Weißt du, die Schlafkrankheit. Hier scheint es sicher zu sein. Komm aber wieder zurück. Und beeil dich, ja? Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Dafür können wir für dir noch ein bisschen was klauen. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Ferenc und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Ferenc, hab seinen Schrei gehört. Dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich wach. Dann gehen wir. Und wie halten wir ihn wach? Können wir irgendein Zeichen dafür benutzen? Sowas wie... Ja, höchstwahrscheinlich Axi. So, ich hoffe, der pennt mir jetzt hier auch nicht ständig weg. Ich bin so Komm schon, steh auf! Oh, lecker Maul. Bist wieder ungezogen. Was? Gut, dann gibt's ihn. Schon gut, ich bin wach. Besser ist das jetzt auch für dich. Ich habe jetzt keinen Bock, dich hier ewig hinter mir herzuschleifen. Ah, cool, die droppen direkt mal pulverisiertes Monstergewebe. Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Wir gehen jetzt nicht da oben lang, wo die ganzen Harpien sind. Ach, komm her, ihr Blöden. So. Aber krass, dass die pulverisiertes Monstergewebe als Volldrops haben. Ich meine, das finde ich ja gut, ne? Ach, Meister Geralt, du kennst immer die sicheren Wege. Ich hasse ja so Begleitquests. Konnte ich schon bei WoW nie ausstehen. Ach, ich laufe auch in die falsche Richtung. Wartet mal ganz kurz. Wo ist jetzt hier eigentlich dann die Hütte? Okay, die ist da hinten. Müssen wir hier lang? Wahrscheinlich müssen wir dann den anderen auch noch holen. Aber gut, das ist jetzt das geringste Problem, sage ich mal. Erstmal liefern wir den Sturkopf hier dahin ab. Ich bin so... Wach auf! Ich bin wach! Ganz wach! Komm, lauf weiter. Alter, wir haben es jetzt gleich geschafft.
Deswegen aufgestanden und Beine in die Hand genommen. Ist ja bei dir nicht schwer, du bist ja nur so ein laufender Meter. Und was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. So, komm jetzt ran hier. Hier scheint es sicher zu sein. Komm aber wieder zurück. Und beeil dich, ja? Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Ja, das denke ich mir auch. So, jetzt müssen wir noch Ferenc suchen. Und jetzt sich wohl unsichtbar machen. Nicht mit mir. So, den hätten wir auch erledigt. Jetzt suchen wir bloß noch den letzten hier. Aber schön, dass sie noch ein bisschen Monstergewebe droppen. Und das brauchen wir dann noch alles bestimmt. Was ist das denn da hinten für ein Monster? Hey, ich sollte mal lieber abspeichern. Das sieht doch gerade so aus. Wollte vor dem Bias fliehen. Die kurzen Beine, er war zu langsam. So. Igni für den Bias. Dann kann er direkt noch mal ein bisschen Feuer fangen. Aua, ich bekomm's drauf. Naja, aber ist ja auch letztlich nur ein Bias gewesen.